Lidl sagt, das hier sei eine der ökologischsten Flaschen. Ausgerechnet die hier, eine Einweg-Plastikflasche. So, hier kommt also die leere Pfandflasche rein. Ja, und dann kommt hinten die neue 100% recycelte Flasche raus. Ganz so einfach geht's natürlich nicht. Aber schauen wir doch mal hinter die Kulissen. Ich habe für Sie das ganze System dahinter mal anschaulich gemacht. Hier werden die Flaschen einmal klein gepresst. Dann werden sie noch mal kleiner gepresst. Das passiert natürlich in Wirklichkeit maschinell. Aber warum wird das so gemacht? Oh, ganz einfach. Man spart jede Menge Platz für den Transport. So passt nämlich in nur einen LKW, wofür man bei Flaschen in Kästen ganze 26 LKW bräuchte. Was dann natürlich auch 26 mal so viel CO2-Verbrauch bedeutet. Denn der Transport ist ökologisch gesehen einer der wichtigsten Faktoren einer Flasche. Denn in Summe werden täglich in Deutschland mehr als 10 Millionen Flaschen transportiert. Bevor der Recyclingprozess beginnt, werden die Flaschen aber erstmal nach Farben sortiert und geschreddert. Schauen wir uns das doch einfach mal für die grünen Flaschen an. Dafür durchlaufen die sogenannten Flakes erstmal einen gründlichen Waschgang. Wow! Danach entsteht mit etwas Hitze und Druck das sogenannte Regranulat. Und so sieht das dann aus. Aus dem werden später die neuen Flaschen hergestellt. Ja, das hier ist eine Flasche. Ja, da habe ich auch gestaunt. Das ist gerade mal 14 cm hoch und nur 26 Gramm schwer. Aber trotzdem passen da 1,5 Liter Wasser rein. Okay, das klappt natürlich nicht. Aber jetzt kommt der Clou. Die werden nur deshalb so klein hergestellt, damit mal wieder deutlich mehr von ihnen auf einen LKW passen. Ich trage hier zum Beispiel gerade 8 Kästen Wasser. Machen Sie mir das im richtigen Leben mal nach. So geht es dann zu einer von 5 regionalen Quellen in Deutschland. Sagen wir mal, Sie wohnen, so wie ich, im Berliner Raum. Dann bekommen Sie Ihr Wasser in der Regel aus der nächsten Quelle in Jessen. Und erst hier wird die Flasche dann kurz vor dem Befüllen aufgeblasen. Man braucht dafür definitiv mehr Kraft, als ich habe. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und schon haben wir 1,5 Liter trinkfertig in einer Flasche. Ist das nicht ein richtig gutes System für die Umwelt? Kein Neuplastik, viel weniger CO2-Verbrauch beim Transport, weniger Müll und günstig für Sie als Verbraucher ist es auch noch. Dafür gibt es sogar Zahlen. Das IFO-Institut hat errechnet, dass die Kreislaufflasche mindestens 20% CO2 gegenüber den untersuchten PET-Mehrweg einspart. Gegenüber marktüblichen Glas-Mehrwegflaschen wird der CO2-Ausstoß sogar fast halbiert. Frage ich mich, warum das nicht alle so ökologisch hinkriegen. Dann geht es das letzte kurze Stück zurück in die Filiale. Und das Beste ist, das System funktioniert jetzt schon für alle farbigen Wasserflaschen der Lidl-Marke Saskia und für alle transparenten Freeway-Flaschen. Überlegen Sie beim nächsten Mal doch einfach, welche Flasche Sie kaufen. Denn der Unterschied liegt wie immer im Detail.